Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia, also Complete Journey. Letzte Folge haben wir einiges Neues erfahren. Wir haben hier einen Typen getroffen, der Drehgestecke verkauft. Wir haben Barry wieder getroffen, unseren alten Fan. Wir haben ein Monster getroffen, wo uns einige Sachen irgendwie fehlen. Und wir sind Cletus in die Arme gelaufen. Wir müssen erstmal auf eine Sache fixieren, sonst schaffen wir das nie weiterzukommen. Wir gehen mal zur Therapiepraxis. Wir haben ja noch so einen Therapieschein von Boso, habe ich mir gerade ein. Aha. Ein ganzer Schrank voller verschreibungspflichtiger Psychopharmaka. Also wenn ich Boso damit nicht wieder aufgepäppelt kriege, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, nehmen. Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Für Boso besteht Hoffnung. Heißt, für Rufus, dich erkennt uns nicht mal. Ich habe eine ärztliche Überweisung. Darf ich mal sehen? Tja, das scheint alles seine Ordnung zu haben. Dann legen Sie sich doch bitte auf die Couch. Na, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik anmachen. Einfach nur hinlegen, okay? Schon gut. Also gut. Oh, nee. Beginnen wir damit, dass Sie mir erzählen, warum Sie hier sind. Ich habe diesen Freund, ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Können Sie mich nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium. Während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo! Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Da werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Blöder da. Mist. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Willst du quatschen ich bin hier? Eigentlich nicht zum Quatschen hier. Sie erwarten Resultate. Das ist ganz normal. Wenn es Ihnen schwerfällt, über Ihre Probleme zu reden, können wir auch mit etwas anderem anfangen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rorschach-Test? Rorschach? Ist das so ähnlich wie Hülsenheimer? Es ist ein Assoziationsspiel mit Karten. Ein Kartenspiel? Sauber. Aber geben Sie sich keine Mühe. Bei Kartenspielen gewinne ich immer, weil ich bin der lässigste Typ überhaupt. Viel besser als beispielsweise mein Vater. Okay, dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Penis, ich meine, was? Los geht's. Was? Was? Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Penis, geil. Einfach nur so. Ja, das sieht so aus. Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen, oder? Ob ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Aha, vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen. Ja, vielleicht. Was erkennen Sie hierauf? Ein niedliches Vögelein, eine zaubernde Flugelfe, ein wunderhübscher Schmetterling. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Wie Sie wünschen. Okay. Kommen Sie gern wieder, wenn Sie bereit. Ja. Ich wollte eigentlich gar nicht raus. Ach so, ich muss gleich vergehen. Ich bräuchte. Gut, auf die Couch. Na gut, bringen wir es hinter uns. Ich möchte nochmal das Oberste versuchen vorher. Ich habe da diesen Freund. Ein Freund. So, so. Ich verstehe. Was fehlt ihm denn? Ich weiß auch nicht. Er liegt den ganzen Tag nur rum und tut nichts. Nun, was sollte er denn Ihrer Meinung nach tun? Na, sich nützlich machen. Die Welt retten und so. Die Welt retten? Meinen Sie nicht, dass das für einen Menschen etwas zu viel verlangt ist? Nein. Na klar, es ist quasi unschaffbar. Aber das hat uns ja früher auch nicht aufgehalten. Es war immer knapp, aber ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Ziel. Batsch, Ofen aus. Tote Hose. Nun, ich kann Ihren Freund gut verstehen. Das ist ja ein enormer Druck, der da auf ihm lastet. Wahrscheinlich hat er Angst. Ja,
Aber natürlich, das würde zu ihm passen. Außen Störtebeker, innen Schlotterhose. Und vollkommen zu Recht, wie ich finde. Die Welt retten, das ist eine riesige Verantwortung. Er kann sich ja nicht dreiteilen. Exakt. Doch, er schon. Im Gegensatz zu mir. Ganz genau. Er, wie bitte? Mir ging es ja auch ziemlich mies, als es mich nur einmal gab. Warten Sie mal. Ganz langsam. Was allerdings hauptsächlich an dieser stressigen Wiederauferstehung lag. Und natürlich, dass ich meine Freundin getötet hatte. Was? Okay, eins nach dem anderen. Warum erzählen Sie mir nicht einfach ein wenig von sich selbst? Oh, es hat mehr in den Weg geleitet, als ich dachte. Ja. Ich habe oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wozu? Na, zu allem halt. Zu Deponia. Sie wünschen sich also, mehr integriert zu sein. Um Gottes Willen, nein. Ich will einfach nur weg. Ich gehöre nach Elysium. Leider ist das doch schwerer als gedacht. Zumindest, ja. Wenn ich verhindern will, dass der Planet dabei in die Luft gesprengt wird. Aha. Ja, ja, du hast es dahin zu tasten, dass dieses Gerücht, das ihr vorher erzählt gehabt. Ich habe Angst davor, mich in jemanden zu verwandeln, der ich nicht sein will. Zuletzt sah ich ihn gestern beim Zähneputzen. Im Spiegel. Genau. Was ist denn so furchtbar an ihm? Wissen Sie, Golds Ex-Verlobter ist Elysianer. Ein echter Widerling. Sie haben das Gefühl, Sie müssten seine Rolle einnehmen? Das ist der Plan, ja. Und das beunruhigt Sie natürlich. Ich hasse diese Rolle. Sie wollen sich nicht länger verstellen. Ja, genau. Wow. Ich bin beeindruckt. Es ist bemerkenswert, wie Sie diese komplexen Metaphern einsetzen, um Ihr Innenleben zu beschreiben. Was setze ich da rein? Ich rede doch nicht von irgendwelchen Metaphern. Ich rede von meinem bösen Doppelgänger. Aha. Mich plagen Schuldgefühle, ja, mich quälen Versageängste. Ja, stimmt, hatten wir mal in, wie hieß es nochmal, in diesen Menetheke gesehen gehabt, dass er da in den Schrank gegangen ist, dass er Angst hat zu versagen. Mich plagen Schuldgefühle. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Sie Ihre Freundin getötet haben? Das sagten Sie doch vorhin, oder? Ja, na, das passt schon. Immerhin habe ich sie ja wiederbelebt. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie in die Kanalisation gespült wurde. Sie ist ja immerhin noch ein Baby. Aha. Das klingt echt komisch, dass deine Freundin ein Baby ist. Mich quälen Versagensängste. Es ist noch so viel zu tun und so wenig Zeit. Und mehr als drei teilen kann ich mich ja nicht. Auf mich wirken Sie eigentlich noch ganz entspannt. Ach so, Sie denken, ich rede von mir. Nee, nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Ich fürchte, das wird mir gerade ein wenig zu kryptisch. Sie stehen offenbar unter großem Druck. Aber ja, manchmal ist die beste Lösung, einfach zu kapitulieren. Nein. Wäre das denn wirklich ein Weltuntergang? Ja, hören Sie mir überhaupt zu? Nee, er ist ein Therapeut, er hört dir gar nicht zu. Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Na, näher geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja, er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Aha. Der Therapeut muss echt gerade denken, WTF. Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann 4 wurde, habe ich gelernt, wie ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Aha. Okay, Opas BH? Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offen zu legen? Aber nein, ganz im Gegenteil. Tja. Das sollte es aber. Toller Therapeut. Okay. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Ja, lieber. Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Diesmal was anderes. Richtung Utopia. Das bin ich zusammen mit Gold auf Elysium. Das ja, bin ich. Zusammen mit Goal auf Elysium. Tja, das hatten wir ja schon. Zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild.
Was erkennen Sie hierauf? Mal sehen. Oh ja, Flugelfen, Weg Boso. Eine bezaubernde Funkelelfe. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber... egal, machen wir einfach weiter. Was erkennen Sie hierauf? Ich bin die Weltritter, ich sehe einen großen Helden, mich. Bit von dem Titelseite Mann des Jahres. Oberst. Das bin ich, wie ich die Welt rette. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber... egal. Jetzt? So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Ich möchte es nochmal machen. Oder können wir es noch gar nicht bestehen? Na gut. Wollen wir noch einmal dieses... Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut. Diesmal gewinne ich. So, also, haben wir diesmal. Elysium so. Startet in Richtung Utopia. Tja. Zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Ja. Was erkennen Sie hierauf? Vögelein, ein wunderschönes Schmetterling. Das klingt gut. Ein wunderhübscher Schmetterling. Und Sie sehen hier... Wieso? Ja, machen wir... Mal sehen, was jetzt... Was erkennen Sie hierauf? Mann des Jahres. Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite. Mann des Jahres. Und Sie sehen hier... Wieso? Ja. Ich glaube, man kann es doch nicht richtig beantworten, glaube ich. So, aber ich in dem Fall... Sie sollten... Okay, und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Okay, dann können wir wahrscheinlich da noch nichts machen gerade. Das Schade ist, das haben wir alle Wege hier schon abgehakt. Jetzt haben wir noch einen weiteren Weg. Oh. Es geht alles so schnell voran. Aber wir haben jetzt ganz schön viele Sachen, oder? Nee, nicht viel mehr. Mist. Fang Bambi, PVT Lotti. Oh, Lotti! Lange nicht mehr gesehen. Und die Freundin von Bruce ist auch in der Nähe. Ach cool, da können wir sie doch zu ihm hinbringen. Das ist sehr schön. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Ja? Nur mal zur Info. Diesmal breche ich sie absichtlich ab. Also, ich meine natürlich... Ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Upsi. Oh, jetzt hat es wirklich abgemacht. Okay. Rebellenlager? Was ist das da? Irgendwas bewegt sich da hinten. Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck. Ohne Zweifel. Ich habe gerade ein ganz mieses Gefühl. Hey, da bewegt sich doch was. Ist das nicht? Na klar. Das ist doch Baby Boso. In höchster Gefahr. Ich muss Barry davon erzählen. Ja, das müssen wir gleich machen. Obwohl, das müssen wir jetzt machen. Das geht für dich. Barry, schnell. Barry. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Ja, schnell, Barry. Guck's dir an. Oh je. Das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. Haken. Träger. Haken. Hier hängen die Bauarbeiter wahrscheinlich ihre Hüte auf. Okay. Darauf drehen, was passiert dann? Dreht es sich um. Jetzt gehen wir darüber. Dann haben wir es schon geschafft, oder? Das kann nicht das Rätsel sein. Okay, nehmen wir ihn einfach mal mit. Ach, er will nicht. Was mache ich denn hier? Vielleicht sollte ich eine Falle bauen. Aber hiermit könnte ich mir nicht mal eine Grippe einfangen. Das hier... Irgendwo ran vielleicht? Die Idee kann ich getrost. Bei den Bosos zu Hause wäre das voll der Brüller gewesen. Was ist denn? Ist ja sonst noch irgendwas?
Barry, das ja gut auf. Ich gebe mir Mühe. Wenn ich doch nur schwindelfrei wäre. Oh, du bist echt so eine Nulpe. Drauf klettern. Nein, nicht wirklich, was muss ich sagen? Was ist denn das da hier oben? Die Bauarbeiter wahrscheinlich ihre Hüte auf. Vier Flieger. Irgendwie bezweifle ich, dass er sich damit ködern lässt. Hier fehlt irgendwas. Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. Wart's ab. Ich wollte erstmal die Lage checken. Supi, wir können das Kind einfach da oben lassen. Ich brauche mehr Sachen, glaube ich, um das lösen zu können. Ich brauche einen Strick oder irgendwas, was ich befestigen kann. Machen wir erstmal weiter. Shit, ich kann das Baby ja nicht retten, weil mir irgendwas fehlt. Ist hier noch was? Nein. Moment mal, diese Obdachlosen kenne ich doch. Ja, Lotti und Bambi. Moment mal, die Bambina? Lotti? Was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt auf ihr... Offiziere des Widerstands! Offiziere, köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private Lotti und Sergeant Bambi. Okay. Sergeant Bambi. Hörst du das, Lotti? Ich glaube, Rufus macht sich über uns lustig, Sergeant. Offensichtlich ist er auf der Suche nach einem Satz neuer Zähne. Ladies, immer mit der Ruhe. Wir wollen uns doch nicht aufregen. Es gibt Fältchen. Oha. Wo sind die echten Rebellen? Wie meinst du das, die echten? Denkst du, das hier ist nur ein Traum oder was? Wenn ich dich pieksen soll, ich habe hier eine Nadel. Mit der komme ich im Zweifelsfall bis auf die Knochen. Nein, ich meine doch die echten Rebellen. Janosch, Garlef, Liebold, die alte Truppe eben. Ach so, die. Janosch ist, soweit ich weiß, auf einer Mission. Garlef und Liebold sind im Lager. Gleich hinter dem Tor dort. Da müssen die wohl erstmal reichen. Okay. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Was ist daran so lustig? Naja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Ach, Rufus. Verstehst du? Ach, herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot? Was? Nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Wombat einen Sombrero aufsetzen. Tony war doch auch beim Widerstand. Hoho, Sombrero! Siehst du? Da muss selbst Lotti schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass sie Vorurteile gegen Drexikaner hat, oder? Niemals! Oder gegen Wombats. Oh, ich liebe Wombats. Die sind, das sind nützliche Tiere. Exakt. Wie Frauen. Ach, Rufus, das ist sehr sexistisch, muss ich vielleicht sagen. Achtung! Leitender Offizier anwesend. Aha. Und wo? Hinter dir? Haha, ich meinte natürlich mich, du pflanzlicher Kanonenfutterzusatz. Das wüsste ich aber. Wir nehmen unsere Befehle nur von unserer Squad-Leaderin entgegen. Oh nein, egal, wer das Tony? Schon wieder ist, sie untersteht ebenfalls meinem Kommando. Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General und du bist es nicht. Den was? Den General? Squad-Leaderinnen, Generäle? War ich denn wirklich so lange weg? Okay. Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Obwohl, eigentlich schon. Hier. Ich habe einen Brief für dich. Von Boso? Genau. Ich habe jetzt keine Zeit für Rührseligkeiten. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Was nur Tattoos machst du? Das vielleicht? Was hast du da? Ich habe ein willkürlich aus meinem Inventar ausgewähltes Objekt. Dann interessiert es mich nicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Du wirst doch nur euch... Das Wort gerade nicht ein. Sollt euch nur... Ach, ihr wisst, was ich meine. Mit der Nadel und so weiter. Uhu. Tätowieren. Aufmachen. Ja? Liebold, so ein Glück. Ja, nun lass mich rein. Kennen wir uns? Bitte was? Ich bin's, Rufus. Du wirst doch wohl deinen Anführer erkennen. Du siehst aus wie Rufus.
Aber du kannst es nicht sein. Was? Rufus ist mit Janosch zur oberen Aufstiegsstation vorgestoßen. Was? Aber ich bin doch hier. Das ist deine Meinung. Ich habe jetzt keine Zeit für diese Spitzfindigkeiten. Wer hat hier die Verantwortung? Wir haben jetzt einen neuen Anführer. Gut, dann lass mich rein. Ich will mit ihm sprechen. Das geht nicht. Wer garantiert mir, dass du kein Spion des Organon bist? Das ist doch die Höhe. Ich habe diese Rebellion immerhin gestartet. Gibt es irgendwen, der das bezeugen kann? Dich. Du meinst außer dir? Genau. Irgendwer muss für dich bürgen. Das ist zwar Beamtenwillkür in ihrer schärfsten Form, aber kein Problem. Ich bin gleich zurück. Und du kannst dich schon mal auf ein paar Liegestütze vorbereiten. Tschüss. Ja. Wer soll schon für uns bürgen? Uns mag doch keiner. Mehr ist hier leider auch nicht. Langsam gehen mir die Möglichkeiten aus. Ich brauche irgendwas. Was meint der eigentlich mit Janosch ist los mit uns? Wir haben doch alle drei hier und keiner von uns ist da in der Nähe. Da fehlen auch einige Sachen. Dann müssen wir erstmal hier weitermachen, weil ich nicht weiß, was wir da drüben noch machen können gerade. Mal schauen. Offensichtlich Rufus, ja, bestimmt. Hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Danke, sehr schön. Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Sehr schön. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organ nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Boah, wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch. Geil. So ein kleiner Nebeneffekt, was wir noch machen, wenn wir es retten sollten. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Toll. Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei. Der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Okay. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Du bist auf den Teppich kotzen, okay. Ich will hier raus. Vergiss es. Okay. Ach, nichts. Dann stör auch nicht. Gut, Zahnpasta. Zahnbürste. Frühstück, Errungenschaft. Wiedersehen mit einem alten Freund. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Das ist doch was. Na, Klostein. Was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Ich habe gerade so ein doofes Gefühl, nachdem wir den Klonstein bekommen haben. Aber okay, was wollte ich gerade sagen? Alter Freund. Moment mal, das ist ja meine alte Zahnbürste aus Teil 1. Oh. Wie ist die denn hierher gekommen? Da ist doch nicht etwa ein Spin-off in Planung. Was? Was? Gut, wir haben ein Bagel. Wir machen den Bagel erstmal blau. Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Müssen wir daraus die Pastete 2.0 machen? Okay. Der Hunger treibt's rein. Kaffee! Wo sind die pappigen Kartoffelchips? Okay, doch nicht. Pfeffer! Zahnpasta! Zahnbürste? Nein. Es heißt aber niemand sagt nur einer Typ. Kaffee passt da nicht zu? Was denn, wo sind die Pappe? Okay, dann nehmen wir. Gut, dann. Mehr ist hier nicht drin, also brauchen wir jetzt die Hilfe von Kletus wahrscheinlich, weil wir werden es bestimmt nicht essen. Wo bleibt denn jetzt deine super duper Hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Ich werde uns in Nu befreit haben. Und? Okay, ich muss den Bagel vielleicht nur mit ihm benutzen. Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes.
Ein Blägel? Was hast ja. du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich erkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? Warte ab, wo sind das alles ungebackene Brötchen? Was? Ist noch nicht fertig? Nimm mal bitte den Kaffee. Ich habe einen Plan. Ich schütte dir diesen Kaffee auf die Hose, damit es so aussieht, als hättest du dir in die Hose gemacht. Und wie soll uns das hier rausbringen? Na ja, richtig. Ich musste doch dann machen. Auf den Teppich. Putzigurt, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Juhu, Putzibot ist wieder da. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Juhu, Putzibot nehmen. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Na, sauber. Na, sauber. Staubsaugerbeutel nehmen. Staub. Ah, Staub fehlte noch. Sehr schön. Bagel. Klitus. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Jo, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Sieht es nur so doof, wie er aussieht. Und jetzt? Er wird grün. Oh Mann. Was hast du getan, du widerwärtige Kanalbazille? Du hast mich vergiftet. Ja, und reingelegt. Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Grün. Ihm Bescheid sagen. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Verzeih mir. Wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Oh, oh. Das ist doch, du verdammter Idiot. Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir. Aber sofort. Oh, okay, so geht das so auch. So, und jetzt die Zelle lüften. Okay, man muss nicht aufpassen, richtig? Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Gemäß hin, ich denke, gehen wir mal weiter. Obwohl, nein. Nein. Ich würde sagen, schauen wir uns dieses Mal ein bisschen weiter geht. Wir haben erfolgreich auf der Zelle entkommen und haben Klitus krank gemacht. Sehr schön, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat gefallen. Schaut nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Deponia's Complete Journey. Wenn wir uns ein bisschen mehr auf diese Organ- und Basiskreuzer, wo immer auch gefangen genommen worden sind, weiter umschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.